Haben Sie schon gewählt, liebe Zuschauer? Also, jetzt nicht zwischen hart und weich gekochtem Frühstücksei, welches Ihnen Ihr Partner oder Ihre Partnerin hoffentlich zum Sonntagmorgen serviert. Nein. Wobei, also viele Menschen in diesem Land, die besitzen überhaupt keine Eier mehr. Ja? Insbesondere jene, die vom Ja-Sager- und Mitläufer-Virus befallen sind. Ich, für meinen Teil, ich habe meinen Stimmzettel bereits abgegeben. Verrate natürlich nicht für wem. Das ist ja Wahlgeheimnis. Ne? Nur so viel. Ich habe mein Kreuz am rechten Fleck gemacht. Aber dafür kann ich Ihnen verraten, wer absolut unwählbar ist. Nämlich alle Parteien und Politiker, die sich in den vergangenen anderthalb Jahren an der staatlich organisierten Freiheitsberaubung unter dem Deckmäntelchen des angeblichen Gesundheitsschutzes beteiligten. Ja? Denn jeder, der unser Grundgesetz durch seine Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz 2.0 verraten hat und mit Füßen getreten hat, der gehört nicht ins Parlament, sondern ins Hotel Gitterblick. Ja? Denn wer seine eigenen Bürger einsperrt, ihnen ihre verfassungsmäßig garantierten Grundrechte stiehlt und sie noch dazu unter Androhung des Ausschlusses vom öffentlichen Leben zur Teilnahme an einem medizinischen Großexperiment zwingt, der hat in unserer Demokratie nichts, aber auch gar nichts verloren. Und auch wenn ich großes Verständnis dafür habe, dass viele Menschen, und zwar völlig zu Recht, von der Politik restlos frustriert sind. Ich kann diese Aufrufe zum Wahlboykott wirklich nicht mehr hören. Das sind für mich alles Latrinenparolen, ehrlich. So, und ich muss es auch mal ganz deutlich sagen, ich will keinen radikalen Systemwechsel. Ja, weil, was kommt denn als nächstes? Ja, Anarchie und Chaos, hat man gesehen, französische Revolution unter anderem. Ja, und ich oute mich hier auch mal als Freund, als Fan unserer Demokratie. Ja, die ist nicht perfekt. Die ist durchaus verbesserungswürdig in vielen Punkten. Keine Frage. Und ich bin nicht mit allen einverstanden, was hier passiert. Jeder, der mich kennt, der weiß das. Ich hege Skepsis gegen einige Institutionen in diesem Staat, insbesondere dem Verfassungsschutz, der eh bloß noch eine Meeresschutzbehörde ist. Ja? So. Aber eins muss man sagen, wir verdanken dieser Demokratie, dass wir hier seit fast 80 Jahren in Frieden leben. Und das, liebe Freunde, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja? Und wenn das Grundgesetz so angewendet werden würde, wie es deren Gründerväter, Erhard, Adenauer, ja, die Älteren unter uns, die erinnern sich dran, wie diese ursprünglich das mal angedacht haben, ja, dann würden wir hier alle in Frieden, Wohlstand und Sicherheit leben. Das war nämlich der Grundgedanke. Das Problem ist nicht der Staat oder das System. Das Problem sind korrupte Politiker, die eigene Tasche wirtschaften und ihr eigenes Volk verraten. Die gehören weg. Die gehören auch abgewählt. Ja? So, und ich will es einfach nochmal sagen. Es gibt bei der Bundestagswahl eben kein Quorum. Also keine Mindestbeteiligung, unterhalb dieser die Wahl ungültig wäre. Und mal im Klartext, oder besser gesagt im Klarbild. Wenn jetzt von über 60 Millionen Wahlberechtigten auch nur eine einzige Person wählen geht und die dann ihr Kreuz auch noch bei den Grünen setzt, zu allem Überfluss, dann liegt die Koboldpartei bei 100% und gewinnt alle Sitze im Bundestag. Letztlich schenkt jeder Nichtwähler seine Stimme indirekt, unwissentlich dem Altparteienkartell. Und klar, es ist eine absolut freie Entscheidung, ob man wählen geht oder eben nicht. Aber wer seine einzige Chance zur politischen Mitbestimmung ungenutzt verstreichen lässt, der soll mir nach der Wahl ja nicht rumjammern. Ja? Wenn dann der Spritpreis wegen des grünen Öko-Wahnsinn auf 2,50 Euro klettert, ja? Der soll sich auch nicht drüber beklagen, wenn seine Miete ansteigt, weil die abgeschalteten Kraftwerke und die Milliardensubventionen für Solar- und Windenergie die Heizkosten explodieren lassen. Ja? Und der soll auch nicht jammern, wenn massive Steuererhöhungen, ja, dann ein so großes Loch in seine Haushaltskasse reißen, dass die Wohlstandsblase, in der er gefangen ist, wie eine Seifenblase zerplatzt. Ja? Und deshalb, liebe Freunde, ist Wählen erste Bürgerpflicht, um nicht, eventuell unwissentlich, denen in die Hände zu spielen, die unser Vaterland in eine Diktatur verwandeln wollen. Und wer skeptisch ist, ob es bei den Wahlen wirklich mit rechten Dingen zugeht, also ich glaube, manchmal geht es da eher mit linken Dingen zu, ja, der meldet sich als Wahlbeobachter. Oder macht's wie ich, gleich als Wahlhelfer. Ja, gibt es auch noch ein kleines Erfrischungsgeld. Aber man kann vom Anfang bis zum Ende ein kritisches Auge drauf werfen. Und ich sage Ihnen, wenn wir in jedem Wahllokal in diesem Land zumindest einen Wahlbeobachter hätten, der die Ergebnisse dort notiert und wir die dann vergleichen mit denen,
was die uns hier als Wahlergebnis präsentieren. Ich glaube, da würde einiges ganz anders aussehen. So. Und zum Abschluss noch, unsere toleranzbesoffenen Gutmenschen, die schwadronieren ja bekanntlich immer von einer bunten Vielfalt in der Politik. Ja? Also jetzt mal davon abgesehen, dass das einzige Bunte, was diese realitätsfremden Witzfiguren sehen, rosa Elefanten vom vielen Kiffen sind. Ja? Blau gehört als Grundfarbe in jede bunte Mischung. So, und jetzt weg vom Handy, ab ins Wahllokal, Kreuzchen machen mit Kugelschreiber bitte. Ja? So, und das ist keine Bitte. In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch, Ihr Elmar Gerke.